So, es ist Sonntag. Jetzt gehen wir zu einer neuen Eröffnung in Food Truck. Genau. Von Herr Kartoffel und seine Frau am Rosenthal hier in Leipzig. Mal sehen, was es da so gibt, auch was es Vegetarisches gibt. Das werden wir mal fragen. Mal sehen, ob wir mal in die Küche mal reinschauen können. Wird auf jeden Fall sehr lustig, denke ich. So, wir sind da. Wir gucken mal rein, was es so zu essen gibt. Ich hoffe, dass es so gutes Essen gibt. Werden wir mal sehen. Komm, ich gehe mal rein. Wahrscheinlich mit Kartoffeln. Wahrscheinlich mit Kartoffeln. Mal sehen, was die Frau da macht. Peggy. Wir nehmen auch Peggy. Paul ist mit Chili con Carne. Und Inge ist Vegetar. Was? Aber dort steht es. Achso, dann nehme ich die Inge. Der Chili con Carne. Wir hatten das geprüft. Niemand hat es geprüft. Was denn? Hallo, erstmal. Hallo. Sieht bei euch? Sieht da hübsch aus. Ja. Muss. Boah, ist noch drin. Und schon was schief gegangen heute? Alles. Ach so, natürlich. Technisch gesehen so, funktioniert hier, alles, aber. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Oder ich gebe dir anders. Das ist ja hast du es wieder. Das ist so eine Art Probelauf auch. Eine Inge, eine Peggy. Ja. Ja. Da muss auch was schief gehen. Das gehört dazu. Ja, das gehört dazu. Ne? Deswegen machen wir das ja hier, damit wir wissen, was alles schief gehen kann. Ja. Und dann beim nächsten Mal zu sagen, okay, der Dicke darf nicht mehr mitmachen. Ja. Dann machst du es alleine. Ach, die Idee stammt von dir. Naja, wir wollten ja sowieso was irgendwie machen, so zu zweit quasi irgendwie. Er wollte Pochwurst jetzt machen und ich habe gesagt, ich möchte was Gesundes machen, wohinter ich auch stehen kann. Ja, und da haben wir uns dann irgendwie auf Kartoffeln geeinigt. Was gibt's denn außer Kartoffeln? Wir haben natürlich noch Getränke. Und eine Susi an den Getränke ist immer gut. Wir haben aber auch Deckmuscheln. Deckmuscheln. Kartoffelkuchen. Ah. Also auch glutenfrei. Gesund. Gesünder als jeder andere Kuchen. Ah ja. Warte, lass mich. Immer gelernt. Ja. Willst du schon was haben? Oder? Ja. Ja, was möchtest du hier haben? Was Veganes? Kartoffel Inge. Ja. Bloß hier falsch drauf, weil wir heute nachts um eins keine Karten mehr schreiben. Ja, das ist jetzt. Ja. Das ist natürlich nur die Paule mit Chili con Carne. Die Inge wäre ohne Chili con Carne. Nee, das ist eine Peggy. Das ist eine Peggy. Nehmen wir doch. Vegetarisch, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte gerne vegan, dann einfach Bescheid sagen. Dann ändern wir die Soße noch. Dann nehmen wir die zweimal in vegan. Zweimal in vegan? Ja, machen wir. Kriegt ihr! Super. Ja. Hier, eine. Nur eine. Bitte sehr, guten Appetit. Danke. Das ist schon drauf. In der umweltfreundlichen Fahne. Die Umwelt, ja. Da habe ich mich durchgesetzt. Da wollt ihr irgendwelche billigen Nein, doch, natürlich. Man muss aufs Geld tun, aber nein, die sind hübsch, die müssen wir holen. Ja. Ehrlich. Nachwachsende Rohstoffe, kein Plastik. Die haben wir auch schon mal gesehen, oder die Schalen? Du siehst ja. Ja, die haben wir schon mal gesehen. Wo war denn das? Keine Ahnung. War das denn vom Queen Market in Berlin? Oder? Queen Market in Berlin, stimmt, die hatten die auch. Genau, wir haben auch Solarthermen auf dem Dach, um unseren Strom zu produzieren. Ist natürlich heute ein bisschen in die Hose gegangen mit Solar, aber. Ach so? Das wäre natürlich dann das Ultimative, den Strom, den wir verbrauchen, um aus Solar zu nutzen. Ja, sehr gut.
Genau, dann muss ich dann aufs Fahrrad, da wäre ich dann noch schlank dabei. Jetzt mal fragen, wie man seinen Zugang findet. Dankeschön. Was war denn der nächste für eine? Wir hatten eine Paula und eine Biggie. Zumindest sieht es gut aus. Was jetzt vorne? Oh ja. Kann ich nur sagen, lecker. Ja. Super. So, jetzt gehen wir mal Backstage. Wir wollen mal sehen, wie das von hinten aussieht. Mir ist der erste Tag, wo er es macht. Wollen wir mal kurz gucken. Und ich werde einfach mal klopfen, ob wir uns mal da hinten umsehen können. Hallo. Kommen wir Backstage. Rein, komm, 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 können wir reingehen. Du siehst ja schon, dass du die ganze Zeit zucken, die Sau. Und ja. Ich muss mal ja vorankommen. So. Der Ofen ist echt schön. Mach also. Mach mal ja. Und eine Gabel, ne, damit wir gucken, wie es passt. Vielen Dank. Bitte. Ja, ich würde gerne das offene Feuer. Da, so, das. Ich schätze mal, so. Was möchtest du noch? Ich fasse hier kein Geld an. Oh. Das ist selbstgemachte Limo, Zitrone, Rosmarin. Ja. Zitrone, Rosmarin, wir haben aber auch Fritz-Cola, Melonen-Limo. Habt ihr denn so eine Special? Eine was kann ich auch noch? Nein, nicht mit mir. Mio-Mio-Cola. Ich weiß nicht, was du meinst. Tee oder ganz viele andere Getränke. Fritz-Cola, Melonen-Limo, Apfel-Kirsch-Limo. Ja, super, die beste Cola der Welt. Mio-Mio-Cola. Ja. Werbung machen kann auf jeden Fall. Kann man euch denn buchen? Ja, natürlich über unsere Website kann man uns natürlich auch buchen. Auf unserer Website ist natürlich auch zu sehen, wie viel Solarstrom wir schon in Strom umgewandelt haben, wie viele Kartoffeln wir schon verkauft haben. Kilometer und so länger geschoben hat, das ist natürlich echt total reell, die Zahlen. Der Strom ist reell, den kann man hier hinten wirklich ablesen und wir haben gerade keine Sonne, deswegen gibt es keinen Strom. Gibt's keinen Strom. Ja. Deswegen ist alles warm und verdorben. Oh. Herzallerliebste. Ja. Und frei von Farbstoffen, hast du gesagt. Ja, also wir sind natürlich darauf hingewiesen worden, wir müssen so eine Liste ausfüllen, ja. Welche Farbstoffe, welche Antioxidantien, tralala, und dann ist uns aufgefallen, wir haben nichts. Keine Farb, keine Konservierung. Zack, zack. Die Kohle habe ich schon kassiert, ich warte nur noch zum Rausgeben. Also dann vielen Dank. Was sind wir euch noch schuldig? Wir stecken mal wenigstens was hier. Darf man schon mal hier fürs Kind in Farbig? Ja, ja, genau. Das fließt nie in irgendeine Farbig. Also war sehr lecker, vielen Dank. War super. Weiter so. Auch die vegane Variante war gut. Ja, das ist schön. Das freut mich. So, war auf jeden Fall sehr gut. Das Essen war toll, muss ich sagen. Die machen das ganz gut. Und die Getränke waren gut. Hast du noch Fragen? Was hattest du? Kartoffeln vom Mann, Kartoffel und der Frau. In der veganen Variante, ne? Die vegane Variante. Die war gar nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, was alles drauf war. Wir müssen auch mal auf der Internetseite gucken. Das hat schon alles drauf geschrieben, glaube ich. Finde ich gut. Ja. Und war lecker. War lecker, muss ich sagen, ja. Genau. Ja. Und was hast du bezahlt? 5 Euro. Eine 5,50, die große. Ja, das ging eigentlich. Ja. Ja. Also empfehlenswert. Empfehlenswert auf jeden Fall, wenn man das als Chef irgendwo buchen will, wenn man mehrere Angestellte hat, ist das gar nicht so schlecht. Und wahrscheinlich auch so Geburtstage, Weihnachtsfeiern. Wir verlinken zumindest mal in der Infobox den Link und ja. Na dann,